Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Heute gibt es mal eine von meinen Meditationen. Die gibt es auch in der Liebeship Plus Mitgliedschaft. Ja, soll auch ankündigen, dass die jetzt wieder gerade wieder offen ist für neue Mitglieder. Findest du auf liebeship.de. Und da gibt es dann jede Woche sowas, immer neu. Und auch das Forum und noch viele andere Geschichten. Und ja, freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Okay, erstmal viel Spaß damit. Ja, hallo zur nächsten Meditation. Heute eine echt coole, sehr effektive Vorangehensweise. Vielleicht ein bisschen überraschend. Ja, mach dich bereit für eine stabile, aufrechte Sitzposition. Reck dich vorher nochmal ein bisschen. Locker dich. Locker müssen deine Beine, deine Arme, deine Schultern. Wie die Schwerkraft an dir zieht, sanft, und du loslässt deinen Körper in diese Schwerkraft. Zur Ruhe. Spür, wie dein Atem ruhiger wird. Und ich hätte jetzt gern, dass du dich beobachtest bei dem Versuch, an nichts zu denken. Und das wird natürlich in aller Regel nicht klappen. Wenn es klappt, wunderbar, dann beobachte dich beim Nichtdenken. Wenn was ja eigentlich die Regel ist, Gedanken kommen, möchte ich, dass du dich versuchst, auf die Zwischenräume zwischen den Gedanken zu fokussieren. Was ist dazwischen? Was ist zwischen Ende des einen Gedanken und Anfang des nächsten Gedankens? Versuch dich auf die vielleicht sehr kurzen Zeiträume dazwischen mal zu konzentrieren.
Wie läuft es? Schau mal, ob du noch dabei bist. Bleib bewusst. Und versuch weiter, diese Zwischenräume zu erkunden. Was passiert in den Pausen? Gut, dann beende das mal so langsam. Mach es auch gern wieder die nächsten Tage. Schau mal, wie du, wenn du das öfter machst, was für Erkenntnisse kommen. Schreib das gerne in die Kommentare. Ja, komm langsam wieder zurück in die Realität. Bisschen tiefer atmen. Streck die Hände mal ganz hoch nach oben. Die Finger, Hand auf und zu. Lass dich gähnen oder was auch immer, wonach dir ist. Steh langsam auf und hüpfe ein bisschen rum. Oder wenn du das abends machst, kannst du dich auch gerne in den Schlaf fallen lassen. Ja, und ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend.